Okay, es ist eine gute Tradition, dass man sonst zum Gebet aufstehen. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir wieder zu dir kommen dürfen und diese Botschaft von dir hören dürfen. Und ich bitte dich, dass du die Botschaft wirklich inspirierst, durch deinen Geist füllst, dass sie lebendig wird und dass das rüberkommt, was du uns heute sagen möchtest. Herr Jesus, ich bitte dich, dass es dir zur Ehre dient, Herr, und dass nichts Zusätzliches ist, was nicht reingehört, und dass auch nichts weggenommen ist, was heute für uns dran ist, Herr. Inspiriere und leite diese Botschaft, Herr, dass unser Herz offen ist, dass wir begreifen, was du uns sagen möchtest, und dass wir tief im Herzen berührt werden, sodass wir Veränderung haben und unser Leben besser gestalten können, Herr, mit deiner Hilfe, deiner Weisheit. Dass Verletzungen geheilt werden in unserem Herzen und wir bekommen Rettung und Heilung an den Stellen, wo wir es noch benötigen. Halleluja. Amen. Amen. Dem Teil 2 zum Thema Ablehnung. Letztes Mal war schon sehr lang, aber da gibt es noch viel mehr zu sagen. Und zwar, wir hatten erkannt, was Ablehnung ist. Letzten Sonntag haben wir viel darüber gehört, wie Ablehnung zum Ausdruck gebracht wird. Und ich möchte euch gleich mal ein Zeugnis geben. Wir hatten ja auch gegen Ablehnung gebetet. Letzten Sonntag. Und interessanterweise, ihr wisst auch, dass wenn man Arbeit sucht und keine Vorstellungsgespräche hat, ist man ja auch wie abgelehnt. Ne? Man wird abgelehnt, das sagt man ja auch. Also man ist kein Kandidat. Ich hatte letzte Woche Mittwoch, Donnerstag, Freitag Vorstellungsgespräch. 3 Tage hintereinander. Am Montag habe ich ein Vorstellungsgespräch und am Dienstag. Das sagt noch nicht, dass ich einen Job habe, aber immerhin. Das ist schon was Gewaltiges, ne? Dass man vorgeladen wird und ich kann sehen, dass im Geist ein Geist der Ablehnung gebrochen ist. Ja, da, dass man immerhin schon bei den Bewerbungen vorgeladen wird, das ist schon mal ein Schritt. Jetzt muss ich natürlich auch lernen, wenn man denn abgelehnt wird, weil jemand anders den Job kriegt, dass man da richtig mit umgeht, ne? Und dann nicht verletzt. Ich kann mich noch erinnern, als ich das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, das erste Mal arbeitslos war, weil ich ja 20 Jahre nicht arbeitslos war, war das überhaupt das erste Mal in meinem Leben aktiv arbeitslos war, weil die Firma geschlossen hatte. Und ich dann eine Zusage bekommen hatte, ein Vorstellungsgespräch hatte und kurz vorher haben sie dann angerufen, nö, wir wollen sie denn doch nicht. Hatten zwar schon zugesagt, aber wollten mich dann doch nicht. Und das war für mich wie ein Schock. Ja, das hat wirklich mein Herz innerlich zerrissen und da habe ich mich wirklich abgelehnt gefühlt und war richtig runter, muss ich sagen. Und ich hatte ein bisschen gebraucht, ein paar Tage damals, bis ich da wieder drüber wegkomme. Ich weiß zwar, dass Gott für mich sorgt und später bin ich ja dann auch zu Hyvertech gekommen, deswegen bin ich ja auch nach Berlin gekommen. All das hat ja Gott so geleitet. Wahrscheinlich hätte ich den Job damals gekriegt, dann wäre ich gar nicht weitergegangen. Ja, es war noch relativ früh. Aber ich merke, dass Gott mir da viel mehr Gnade gibt. Ich habe schon so viel Ablehnung jetzt bekommen, dass ich langsam lerne, damit umzugehen. Und am Donnerstag, da habe ich gemerkt, das war eine sehr nette Firma, aber die wollten den Spezialisten im ganz bestimmten Bereich haben, das konnte ich denen nicht bieten. Und da mussten sie ganz sehr gesagt, ich hätte sie am liebsten genommen, aber wir haben kein Aufgabengebiet für sie. Okay, das ist natürlich... Aber... Ich merke, dass ich lerne, damit umzugehen. Und so will ich auch euch beibringen, wie geht man mit Ablehnung um? Können wir Ablehnung vermeiden? Ja. Nein. Ablehnung kannst du nicht vermeiden. Du wirst immer irgendwie abgelehnt sein. Der eine mehr und der andere weniger. Ja? Wenn du einen Geist der Ablehnung hast, dann wird es garantiert mehr sein. Wenn du aber frei bist von dieser Macht der Finsternis und die keinen Raum mehr in deinem Leben hat, wo wir darüber in der letzten Woche gesprochen haben,
dann wird es weniger werden. Das kann ich dir garantieren. Aber Ablehnung wird immer irgendwo im Leben sein. Ja? Aber wenn du frei bist von diesem Geist der Ablehnung, dann ist das nicht mehr die Priorität. Und du kannst mit Ablehnung dann auch viel besser umgehen. Zum Beispiel Furcht. Es gibt auch einen Geist der Furcht. Aber nicht jeder hat den Geist der Furcht. Ja, manche fürchten sich einfach nicht. Aber es gibt Momente, wo man auch wenn man sich nicht fürchtet, mal einen Schreck kriegt. Und es gibt ja auch, sag ich mal, eine gesunde Furcht. Ja, wenn das Haus über mir zusammenbricht, dann sollte ich, das hat Gott mir gegeben, eine Furcht, dass ich irgendwie schnell rausgehe. Ja? Oder wenn Erdbeben ist, dann muss in mir was reagieren, dann kann ich nicht passiv sein. Ja, dann muss ich drauf reagieren. Ich muss irgendwas tun, damit ich in Sicherheit komme. Und ich denke, so hat Gott diese Emotion geschaffen. Aber der Feind, der versucht alles, was gut ist, zu pervertieren in unserem Leben. Ja, uns in einen Extrembereich reinzuholen. Wenn dieser gesunde Furcht, den Gott uns, glaube ich, eingebaut hat, den macht er zu allen Kleinigkeiten so, dass wir unter Druck kommen in unserem Leben, uns nicht mehr wohlfühlen. Dann läuft eine kleine Spinne irgendwo auf dem Boden und die Leute fürchten sich. Ja, es gibt Leute, die fürchten sich wirklich. Und die kommen in Panik, denen spricht Schweiß aus. Und dabei läuft da nur eine Spinne, was lächerlich. Oder eine Maus. Ja, und ich habe mal gehört von einer Geschichte, bei uns, wir haben im alten Haus früher gewohnt, da lief eine Maus über den Flur und alle haben, da lief die alte Dame aus mit barfüßig und hat auch das Ding drauf getrampelt und dann war das tot. Das brauchte keine volle Aufstellen, das hat sie so gemacht. Jetzt muss ich das Ding entweder mal, keine Ahnung. Das geht immer nach unten hier. Ja. Das ist ein Beispiel, wie man keine Furcht haben muss. Ne? Aber wie gesagt, eine gesunde Furcht ist auch von Gott gegeben. Und ich glaube, dass man auf Enttäuschungen auch ein bisschen reagiert, ist auch von Gott gegeben. Ne? Man kann nicht alles ganz cool wegstecken, gar nichts fühlen. Dann ist man tot, glaube ich, wenn man nichts mehr fühlt. Ja? Aber die meisten Menschen haben ein Problem. Sie fühlen zu viel, wenn Dinge im Leben nicht gut laufen. Sie reagieren zu stark. Sie sind, es tut ihnen weh. Ja? Wir nehmen mal ein paar Beispiele aus der Bibel. Wir hatten ja letztes Mal schon über den König David gesprochen, als er zum König berufen wurde, dass er ein abgelehnter junger Mann war, den seine Familie vergessen hatte, als der große Besuch kam. Ja? So nach dem Motto, die ganze Familie ist zur Hochzeit eingeladen und alle machen schön Feier und einer muss arbeiten, wird nicht eingeladen. Ich glaube, wenn ich derjenige wäre, ich weiß nicht, was ich darüber denken sollte. Also ich würde mich sicherlich abgelehnt fühlen. Ja, David musste lernen, mit solchen Gefühlen umgehen. Aber Gott erhebt uns auch. Er war der Abgelehnte. Er wurde dann geholt vom großen Propheten. Und der große Prophet, das war damals was Besonderes, als der Prophet kam, so wie heute für einen katholischen Person, wenn der Papst kommt, ja. So was Großes war das. Also wenn der Papst mich begrüßen kommt, okay, wäre vielleicht nicht sowas wie wenn ein Katholik der Papst kommt und begrüßt ihn, ja. Okay, auf jeden Fall war damals der Prophet, wenn er kam, was ganz Besonderes. Und er hat sich dann den kleinen David geholt. Und vor alle seine Brüder hat er ihn gesalbt. Das heißt, er wurde vorher, wo er nicht mal erwähnt wurde, wurde er hervorgehoben. Na? Und er wurde geehrt vor seinen Geschwistern. Na, Gott kann Dinge genau anders machen. Ne? Einer, der ganz hinten sein sollte, der wird nach vorne geholt. Und der sich selber erhebt, sagt das Wort Gottes, der wird nach hinten gesetzt. Ne? Da gibt Jesus ein Beispiel in der Bibel von Menschen, die sich gerne den besten Platz bei der Feier geholt haben. Und dann sagt er, setze dich nicht an den besten Platz. Das kann nämlich sein, dass ein ehrenwerter Gast kommt, der höher
mehr Ehre hat als du. Und er sagt, lieber Geschwister, lieber Bruder, liebe Schwester, kannst du bitte nach hinten gehen, weil ich möchte diesen Gast hier sitzen lassen. Und dann ist es für dich äußerst peinlich. Ne? Also wenn ich derjenige wäre und vor der gesamten Hochzeitsgesellschaft, wird man nach hinten geschickt und dann sind ja alle Plätze besetzt. Dann kriegt man ja wirklich nur noch den allerletzten. Ne? Und viel schöner ist es, wenn man, oh, guck mal da hinten, hier, du solltest aber hier sitzen. Dann kannst du vor allen Menschen nach vorne gehen und du wirst geehrt. Und das Beispiel hat Jesus gegeben. Na, für jemand, der sich freiwillig nach hinten setzt, der freiwillig nicht den besten Platz hat. Gott möchte uns ehren. Wisst ihr, wenn wir uns abgelehnt fühlen, dann Ablehnung haben in uns, dann liegt das daran, dass es uns weh, wenn es uns weh tut, dass wir unsere Identität in Gott nicht kennen. Dass wir nicht wissen, dass Gott uns nicht ablehnt. Wenn ein abgelehnter Mensch, der sich abgelehnt fühlt, der hat meistens auch Probleme. Da ist immer irgendwas im Leben, was er nicht in den Griff kriegt. Mose hat ein Problem gehabt, der konnte nicht gut sprechen. War aber berufen, der größte Leiter seiner gesamten damaligen Zeit zu sein. Ein Leiter von 1 Millionen Volk aus einer Sklaverei rauszuholen, da musste schon ein guter Leiter sein. Und dieser Leiter hat eine Berufung gehabt, aber sein Hauptproblem, was du nämlich brauchst als guter Leiter, du musst sprechen können. Ja, und damit hat er ein Problem gehabt. Er konnte nicht gut sprechen. Und wenn du stotterst, dann bist du garantiert abgelehnt in der heutigen Gesellschaft. Und du bist vielleicht gar nicht mal berufen, ein guter Leiter zu sein. Und damit hast du schon ein Problem. Wenn du stotterst, kriegst du keine gehobene Position. Wenn du zum Vorstellungsgespräch kommst und dann bist du ja dann noch nervös, ne, bei so einem Moment, und dann kriegst du kein Wort raus, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit kriegst du den Job nicht, gerade wenn es eine Leitungsposition ist. Wenn du ein guter Ingenieur bist, dann sagen sie, naja, ein guter Kompromiss, ein Programmierer, da muss ja nicht so viel reden, den geben wir den Job. Aber wenn es einer ist, der leiten soll, der andere anweisen soll, und genau den hat Gott sich ausgesucht. Den abgelehnten Mose, der schon vor als Kind abgelehnt wurde, den die Eltern im Fluss was Angst hatten, ja, haben sie den im Fluss ausgesetzt. Ja, so einen Menschen, den sucht sich Gott aus. Ich weiß auch, warum Gott mich ausgesucht hat. Wenn ich meine ganzen Eigenschaften aufzähle, dann bin ich, glaube ich, der richtige Kandidat für Gott. Ich kann mich meiner eigenen Genialität nicht rühmen. Gott hat alles gemacht, was ich bin. Und hat noch genug übrig gelassen, wo ich mich verändern muss. Ja, und das merke ich bei so einem Vorstellungsgespräch, wenn ich dann doch nicht durchkomme. Und ich muss irgendwo trotzdem zusehen, dass ich mein Geld verdiene. Okay, lass uns weiter sehen. Was passiert? Schlecht sehen hier mein Bild. Okay, gehen wir nochmal zurück. Die Reaktion auf Ablehnung. Was passiert einem Menschen, der angegriffen wird, der abgelehnt wird? Was macht er? Wie reagiert er normalerweise? Wie würdest du reagieren, wenn einer sagt, also heute deine Klamotten, die sind ja wirklich unter aller Sau. Kannst du nicht mal was Vernünftiges anziehen? Du bist beleidigt. Beleidigt. Okay, was haben wir noch? Da kannst du ein bisschen verletzt. Ne? Vielleicht, wenn es hochkommt, bist du sogar depressiv. Was noch? Traurig. Gekränkt. Gekränkt. Wie? Manches illuziert sich. Isolieren, ne? Dass man sagt, okay, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, der am großen Bogen rum. Ne? Was ist aber, wenn es dein Vorgesetzter ist? Oder dein Kollege, den du in der Arbeit immer wieder triffst? Da kannst du keinen großen Bogen drum machen. Und kündigen? Kannst du auch nicht. Kannst du auch nicht irgendwie, ne? Okay. Also muss man lernen, damit umzugehen. Gekränkt, man ist gekränkt. Oder man ist eingeschnappt. Gerade die Kinder, ne? So ein Wort, eingeschnappt.
Man ist enttäuscht, gerade wenn jemand was gesagt hat, von dem man es nicht erwartet, wo man eigentlich Worte der Ermutigung erwartet, Worte der Liebe erwartet. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe eine meiner ersten Predigten gehalten und da wurde ich im Büro des Pastors zitiert. Und dann hat er meine Fehler, das war nicht ganz biblisch, das war nicht ganz korrekt und so weiter aufgezählt. Und mein erster Gedanke war, ich werde nie wieder predigen. Ja, weil ich hätte, hilfreich wäre es für einen, der, natürlich, meine erste Predigt ist noch nicht perfekt und meine heutige, die 100. ist vielleicht immer noch nicht perfekt. Aber gerade dann braucht man eigentlich Ermutigung, ne? Wenn man sich endlich mal getraut hat, so voranzugehen und dann, und der hat es ja gut gemeint. Garantiert hat es der Pastor gut gemeint. Er wollte mir nur zeigen, an den Stellen, wo ich mich noch verbessern muss. Aber in dem Moment empfindet man es nicht so, stimmt's? Genau das Gegenteil. Wenn der Chef einen rausruft und sagt, so deine Arbeit war klasse, aber das musst du noch machen, das musst du machen, das musst du noch machen. Na, dann musst du lernen, damit umgehen. Jetzt wie er mit der Technik, wenn ich sage, da möchte ich noch was verbessert haben, da, dann ist die Frage, wie reagiert er, ne? Als Ablehnung oder sagt er, okay, da müssen wir noch optimieren. Ja, diese zwei Dinge, man kann darauf reagieren, so oder so. Man ist entweder abgelehnt oder man reagiert richtig drauf. Glücklicherweise habe ich dann die Predigt nicht aufgegeben, habe es dann wieder versucht und habe auch wieder Kritik bekommen und ja, naja, okay. So ist es einfach, aber man muss lernen, da durchzugehen. Man kann enttäuscht sein. Man kann, wenn es oft kommt, genervt sein. Man kann sich darüber ärgern. Was ist die richtige Reaktion? Wie sollte man darauf reagieren, auf so eine Situation? Gott dankbar sein. Wir sollen alle Zeit Gott danken. Oh. Dann bete ich am liebsten immer für die Person, die mich abgelehnt hat. Meistens nicht in der positiven Richtung. Gott ändere die Person, Gott ändere die Person. Aber Gott hat ja etwas vor. Er möchte mich ja ändern. Ja, also wenn du abgelehnt bist, kann sein, dass Gott das vielleicht sogar ein bisschen provoziert hat. Dass es vielleicht gar nicht der Teufel war, der den anderen so gemacht hat, dich abzulehnen, sondern dass du lernst, mit deinem Charakter stark zu werden. Weil mit Ablehnung, weil wir es nicht ändern können, müssen wir lernen, umzugehen. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt Dinge im Leben, da hat Gott gesagt, wird er uns nicht von fern halten. Und dazu gehört Ablehnung. Er wurde abgelehnt. Wer hat ihn am meisten abgelehnt? Waren es die Prostituierten oder Nein. die Sünder? Die Christen. Die waren es gar nicht. Die Kirche damals, die damalige Kirche, die Pastoren, die haben ihn abgelehnt. Priester. Die hohen Priester. Ja, die haben ihn abgelehnt. Stell dir mal vor, die, wo du erwartest, dass du einen Zuspruch kriegst, die das Wort Gottes kennen, die immer predigen, die haben Jesus abgelehnt. Das heißt, du musst damit rechnen, wenn sie, und Jesus sagt, was sie mit mir getan haben, damit musst du rechnen, dass sie es mit dir auch tun. Oder hat sogar noch härter gesagt, mit dir werden sie es auch tun. Das heißt, du kannst damit rechnen, dass auch du abgelehnt werden wirst. Und wenn diese Gemeinde berühmt wird, müssen wir damit rechnen, dass Pastoren diese Gemeinde verurteilen. Du musst damit rechnen, dass Facebook oder andere Medien benutzt werden, dass du bekannt wirst, aber nicht im guten Licht. Sondern dass alle deine Fehler suchen und finden. Und das gilt für mich, der am meisten predigt, wahrscheinlich denn am meisten, ich muss mich vorbereiten, dass ich mich nicht abgelehnt fühle. Weil meine Identität muss ich woher holen? Von Gott. Ich muss mir sicher sein, dass was ich tue, das vor Gott richtig ist. Und wenn die anderen meinen, es sei nicht richtig, und ich weiß, es ist richtig, brauche ich mich dann verteidigen? Macht es Sinn, mich zu verteidigen? Nein. Ich brauche mich nicht verteidigen. Und das muss ich lernen. Einer, der abgelehnt wird, wie soll er richtig reagieren? Soll er kämpfen? Soll er Liebe sein? Hilft kämpfen? Nein. Nein. Hilft in dem Moment hilft kein Kampf. Wenn du abgelehnt bist, dann kommt Streit. Ja, du sagst was, der andere sagt was und das wird immer
mehr und dann macht's bumm. Ja? Und am schlimmsten hauen sie sich dann. Britta kennt das aus Erfahrung in ihrer Familie. Ich kenn's auch. Wir waren auch eine große Familie. Ja? Aber glücklicherweise, wir haben uns nicht bewusst abgelehnt. Wir haben uns zwar immer gekloppt, aber das war schon okay. Da wird man umgehen. Okay. Und mit denen ich mich am meisten gekloppt habe, das ist jetzt der Pastor von Braunschweig. Oh, Pastor. Okay. Folgende Reaktionen entstehen, wenn wir provoziert werden. Provokation ist auch eine Art von Ablehnung. Oft ist es so, dass die Menschen, die das machen, uns gar nicht provozieren wollen. Das geschieht irgendwie so. In dem Moment kann es sein, dass sie benutzt werden, dass sie inspiriert werden. Nicht von dem Guten, ja, sondern von dem Schlechten. Und sie denken, das ist jetzt nur eine Meinung. Ja, die sagen einfach was. Und die denken, ja, sie sind im Recht. Aber du empfindest das, oder der gerade abgelehnt wird oder korrigiert wird, der empfindet das als Provokation. Auch Jesus haben sie provoziert. Ein großes Beispiel, was mir eingefallen ist, er hat Dämonen ausgetrieben. Ist doch eine gute Sache, Menschen frei zu machen von ihren Lasten. Und was haben sie zu Jesus gesagt? Der treibt den Dämonen aus nur durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest. Du tust was Gutes und dann kommt der richtige Hammer. Du heilst die Kranken und dann sagen sie, ja, der kann bestimmte Kranken nur heilen, weil du mit dem Satan im Bunde bist. Der kann auch Kranke heilen. Gibst du Jesus die Ehre, aber die sagen, der ist vom Teufel. Rechne damit. Wenn man mit Zungen an Zungen redet, was wir tun gemäß der Bibel, manche Gemeinden mögen das nicht. Die denken, wer das tut, der ist vom Teufel. Und vielleicht sagen sie das dann auch mal. Nur sind keiner da hier, die trauen sich nicht in so ein Gebäude wie unseres hier. Aber wenn es passieren würde, sei rechnen damit und lerne damit umzugehen. Was erzeugt es in Menschen, die abgelehnt werden oder die unter Druck kommen? Es passiert Druck in der Seele. Ja, habt ihr bestimmt auch schon gemerkt. Es ist wie ein Druck. Die Folge dieses Drucks ist, dass wir uns am liebsten zurückziehen. Am liebsten möchte man nicht mehr mit den Menschen zu tun hat. Kinder wollen nicht mehr in die Schule gehen, wenn der Lehrer oder die Mitschüler sie abgelehnt haben. Oder am liebsten würde man nicht mehr in die Firma gehen, wenn die Kollegen einen abgelehnt haben. Ist das die richtige Reaktion? Nein. Wir sollen nicht kämpfen gegen die Person, wir sollen aber überwinden in der Situation. Und wir sollen es richtig erklären. Nehmen wir das Beispiel von Jesus nochmal. Er wurde abgelehnt, er hat gesagt, er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Und Jesus hat eine einfache Erklärung gegeben, die bis heute Gültigkeit hat. Er hat sich nicht verteidigt, er war nicht böse, er hat nicht geredet, ja du hast ja noch einen viel schlimmeren Dämon als ich, wenn ich einen haben soll. So hat er nicht reagiert, so würden wir oft reagieren. Aber guck doch mal auf dich selber, wie du aussiehst, was du machst. Nein, das hat er nicht getan, sondern eine Erklärung gegeben. Er hat gesagt, wenn ich durch den Obersten ein Reich, das sich selber zerstört, das hat keinen Bestand. Das heißt, wenn ich durch den Obersten der Teufel die Teufel auftreiben würde, dann würde dieses Reich des Teufels ja kaputt gehen. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Und er hat ihnen einfach eine simple Erklärung gegeben. Mehr nicht. Er hat nicht drauf reagiert. Er ist nicht sauer geworden. Aber wehgetan, kann ich es mir vorstellen, hat es ihm auch. Dass seine Zuhörer so dumm sind, dass man denen sogar die simpelsten Sachen erklären muss. Aber er hat es ihnen mit schlichten Worten erklärt. Ich erzähle euch ein Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte meine Arbeit gehabt bei Panasonic damals und habe in der Entwicklungsabteilung hatte eigentlich einen guten Job gehabt dort, eigentlich einen sehr guten Job, nur eine Kollegin aus irgendeinem Grunde mochte sie mich nicht.
Wenn ich aber mit ihr zusammen war, war sie immer sehr, sehr freundlich. Immer nett und ich habe auch nichts gemerkt. Bis dass mein Chef auf mich zugekommen ist und der hat dann irgendwo indirekt mir Fragen gestellt. Da habe ich gemerkt, irgendwas ist hier los. Bis ich dann mitgekriegt habe, dass durch die Fragen habe ich es dann irgendwie identifizieren können, dass die Kollegin mich falsch angeschwärzt hat. Hätte Dinge gesagt, die waren nicht korrekt. Und das scheint mehr als einmal gewesen zu sein. Sie wollte wahrscheinlich, dass ich die Firma verlassen muss. Also sie hat eben Dinge über mich gesagt, die ich dann wieder gerade stellen musste. Und glücklicherweise habe ich damals richtig reagiert. Ich hätte ja auch auf sie zukommen gehen und mit ihr einen Streit anfangen können, aber ich habe es nicht getan. Ich habe damals gebetet und mehr eigentlich auch nicht. Und das wurde immer drastischer. Aber als mein Chef eben, um die Sachverhalte zu klären, ist er auf beide Seiten zugegangen und das war ein weiser Chef. Er hat nicht nur eine Position gehört, sondern ist auch zu mir gekommen, hat meine Position gehört und ich habe mich nicht verteidigt, sondern ich habe einfach nur sachlich meine Position erklärt, wie ich meine Arbeit mache, in welcher Form. Und irgendwann, als ihm die Nase voll wurde, weil er nicht mehr wusste, was richtig und falsch ist, hat er uns zusammen, hat er im Meeting das geklärt. Und ich habe nur meine Position erklärt, nichts weiter. Ich habe sie nicht angeklagt, gar nichts. Aber sie hatte mich permanent angeklagt. Und die Folge war, dass der Chef, anstatt dass ich geflogen bin, hat er ihr empfohlen zu gehen. Hat er jetzt so gesagt, wenn sie nicht zufrieden sind mit unserem Team, dann können sie ja das Team verlassen. Und sie hat den Entschluss gefasst, das Team zu verlassen. Und dann war wieder Ruhe in der Abteilung. Ja. Aber ich glaube, wichtig war die Reaktion. Meine Reaktion, dass ich sie nicht anklage vor allen Kollegen und es nicht genauso mache, wie sie es gemacht hat. Und das ist dem Chef dann aufgefallen. Er war bestimmt auch genervt, dass ständig da jemand kommt und sich über jemand anderen beschwert und das vielleicht gar nicht nachvollziehen konnte, was da wirklich sachlich korrekt ist. So kann es sein und es ist wichtig, dass wir lernen, in solchen Situationen richtig umzugehen. Eine falsche Reaktion ist, wenn wir diese Gefühle hochkommen lassen, ich bin nichts wert. Vielleicht haben die anderen recht, ich taube wahrscheinlich sowieso nichts. Meine Arbeit ist sowieso nicht gut genug. Oder ich kann nichts, ich bin zu nichts zu gebrauchen. Oder ich kann es auch keinem recht machen. Kennt ihr all diese Gefühle? Jeder von uns kennt sie in irgendeiner Form. Was ich auch mache, das mache ich immer falsch. Und das ist der Feind, der versucht einmal über andere zu arbeiten und andere dazu zu bringen, dich anzuklagen. Und wenn er das nicht schafft, dann versucht er direkt zu dir zu gehen und dich zu verklagen. Okay? Und da müssen wir lernen, was ist der Feind und was sind die Menschen? Wie soll man mit dem Feind umgehen? Wir sollen ihm widerstehen. Wenn solche Anklagen kommen, du bist nicht gut genug, du siehst ja nicht gut aus, du bist zu dick, du bist zu dünn, wenn solche Anklagen kommen, dann müssen wir wissen, das ist der Feind. Und dann müssen wir dem Feind begegnen und dem Feind widerstehen. Und diesen Gedanken sagen, die kommen von dir, Satan, verschwinde aus meinen Gedankenwelt, du hast dir nichts zu suchen. Du hast in diesem Raum nichts zu suchen. Ja, so müssen wir lernen zu kämpfen. Und wenn du noch ein gutes Wort Gottes kennst, dann zitiere wie Jesus das Wort Gottes. Jesus hat mich angenommen. Ich bin sein Kind. Ich bin so, wie ich bin, nimmt er mich an. Er liebt mich und er hilft mir, mit guten Worten mich zu verändern. Wisst ihr, der Heilige Geist ist immer positiv. Wenn du manchmal denkst, ist das jetzt Gott oder ist es der Feind? Guck nach, ob es positiv ist. Der Heilige Geist korrigiert auch, aber immer positiv. Alles, was er sagt, ist positiv. Schlimm wird es, wenn er nichts mehr sagt. Weil es gibt auch die Situation, dass er Menschen verlässt. Ja, aber solange er noch zu dir redet, dann weißt du, er ist da. Aber er ist positiv, er ermutigt dich. Er möchte, dass es dir besser geht.
Oft ist es so, dass Missgeschicke zusammenkommen. Habt ihr das auch schon gemerkt? Dass da passiert was und dann hat man was Falsches gemacht und dann kommt der andere noch, ich hab's dir doch sowieso schon gesagt, hättest du mal mehr aufgepasst. Ja, das, im Grunde genommen, du ärgerst dich schon, weil es alles schief gelaufen ist und dann der andere noch einen drauf. Ja, der das Leid hat, kriegt auch noch, wie heißt es so schön, den Spott. Ich kenne immer die Sprichwörter nicht richtig. Und der Feind, der provoziert solche Dinge. Er kann dich ja nicht selber nicht angreifen, aber er kann Menschen benutzen, dich anzugreifen durch ihre Worte. Und das müssen wir lernen. Wie kann man jetzt, das Einzige, was man tun kann, wie kann man verhindern, haben wir gesagt, können wir es nicht. Aber wir können lernen, wann solche Situationen stehen. Du kannst dein Leben mal versuchen zu beachten und guck mal, in welchen Situationen bist du unter Stress gekommen, in welchen Situationen hast du dieses erlebt. Alle von uns haben das erlebt. Ja? Aber schau mal nach, in welchen Situationen hast du vorwiegend diese Dinge erlebt. Also mit Nähe erlebe ich sie meistens sonntags morgens. Warum? Auf der einen Seite, weil Gottesdienst ist. Also wenn wir irgendwo essen gehen wollen und wir haben eine lockere Zeit, ohne geistliche Dinge, dann erleben wir das selten. Aber Sonntagmorgen vom Gottesdienst, wenn wir morgens losfahren müssen, dann scheint immer alles so nicht gut zu funktionieren. Ja? Dann vergisst man was, der Schlüssel ist weg. Oder irgendwas, das Ticket ist noch nicht ausgedruckt, der Drucker funktioniert nicht, der Toner ist leer. Und immer dann, wenn man unter Druck ist, ja, habe ich festgestellt. Ich weiß nicht, wann es bei euch ist, oder früher war es so, vor Weihnachten. Bei meiner Familie war das immer vor Weihnachten. Am 22. und 23. Das waren die schlimmsten Tage. Wirklich die schlimmsten Tage vom ganzen Jahr. Es sollte doch eigentlich eine schöne Zeit sein, oder? Aber der 22. und 23. war immer grausam, weil immer war Stress. Es musste immer alles geschmückt werden und alles musste das noch und dann wollten sie auch vielleicht noch die Fenster putzen, was ich überhaupt da nichts kapiert habe. Ja, oder irgendwas ganz einfach nur, es musste immer alles perfekt sein und das hat nur Arbeit und Stress und weiß ich was gemacht. Und ich habe gesagt, lass das ganze Zeug weg, dann haben wir ein schönes Fest, aber das ging nicht. Ja, und was lerne ich dadurch? Gesagt, wenn ich doch schon jetzt weiß, wann das Problem kommt, dann kann ich mich ja vorbereiten. Ja? Zum Beispiel, ich habe gestern erinnert, egal wie spät es ist, ich muss mein Ticket am Samstag drucken, nicht am Sonntagmorgen. Weil wenn ich das am Zug hole, garantiert, dann springt das Auto nicht an oder die Tür geht nicht zu oder irgendwas. Und ich bin wieder im Stress, weil das Ticket nicht rechtzeitig rauskommt, der Zug fährt schon ein. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich schon am Samstag habe. Wenn dann der Toner leer ist, dann kann ich einen anderen Drucker nehmen oder so. Und der Computer nicht hochfährt, dann ist es mir egal, dann nehme ich einen anderen Computer. Ja, aber wenn ich vorbereitet bin, dann bin ich viel entspannter. Am besten wirklich alles so weit machen, dass wenn du weißt, dieser Tag des Stresses kommt, dass du weißt, dass du vorbereitet bist. Nein, dann muss man den Weihnachtsbaum, wie in unserem Fall, nicht am 23. schmücken. Dann muss man ihn, weiß ich, am 20. schmücken, wenn es dann nur Stress gibt. Ja? Also man muss lernen, seine eigene Situation zu erkennen. Wo kommen diese Punkte hoch im Leben, wo man in diesen Streit kommt, in diesen Druck kommt, wo es einem schwerfällt. Und dort möglichst viel Reserve einbauen. Das sind so praktische Vorschläge. Ja, aber manchmal kann man Dinge nicht ändern. Da muss man innerlich vorbereitet sein, einfach von Gott, dass man weiß, jetzt kommen die Dinge, ich muss lernen, damit umzugehen. Zum Beispiel im Vorstellungsgespräch, immer jetzt mein aktuelles Beispiel, ich muss einfach gelassen hingehen und sagen, und wenn ich den Job nicht kriege, kriege ich ihn nicht, dann hat Gott was anderes vor. Punkt, fertig. Wenn ich das vorher weiß, dass ich schon abgeschlossen habe und sagen, nicht zu viele Hoffnung reinmachen, nicht ohne Glauben reingehen, aber nicht frustriert sein, wenn irgendwas doch nicht klappt. Ja, dann geht man ganz anders mit der Situation um. Oder wenn man eine Prüfung hat. Man will sie, man muss sie unbedingt schaffen.
Ne? Aber man muss auch diese Option auflassen, dass man sie vielleicht nicht schafft. Sonst kann es einen kaputt machen. Und man muss wissen, okay, wenn ich sie nicht schaffe, was kann ich tun, was tue ich danach? Dass man emotional sich auf Druckmittel einstellen kann. Der Feind kommen und dich anklagen und er kann nichts machen. Ja? Wenn ich einen Fehler gemacht habe, war es oft so, dass ich überlegt habe, gehe ich dann lieber vorher zum Chef, weil wenn das von meinen Kollegen dann hört, dann kommt es nicht gut. Wenn ich es ihm aber schon selber gesagt habe, dann kann diese besagte Kollegin auch gerne mal zum Chef gehen und dann, ja, dann sagt er, hat er mir schon selber erzählt. Oh. Na? Dann ist sie nicht im Guten da und hat es gedacht, konnte sie mal wieder einen Fehler bei mir, beim Chef tun, aber ich habe es ihm schon selber erzählt gehabt. Das ist eine gute Methode, dass man sich nicht schämen muss, wenn man dann einen Fehler gemacht hat. Okay. Eigentlich habe ich noch ein paar Bibelstellen. Okay, wir nehmen mal ein Beispiel. 1. Korinther 8, 9 bis 13. Trotzdem sollt ihr darauf achten, dass ihr mit eurer neu gewonnenen Freiheit dem nicht schadet, dessen Glaube noch schwach ist. Das heißt, du hast alle Freiheit. Dir hat Gott Freiheit gegeben, aber achte darauf, dass du denen nicht schadest, die die Freiheit nicht haben. Okay, dass du ihn nicht unter Druck setzt. Angenommen, du isst in einem heidnischen Tempel Opferfleisch, weil du erkannt hast, dass der Genuss deiner Speise dich nicht von Gott trennen kann. Wenn nun dein Bruder, dessen Glaube noch schwach ist, dich dabei sieht, wird er dann nicht ermutigt, dir es nachzumachen, obwohl er gegen sein Gewissen handelt? Und so würde dann auch durch durchaus richtige Erkenntnis deinen im Glauben schwachen Bruder zugrunde gehen, für den doch Christus gestorben ist. Das heißt, wenn wir etwas in Freiheit tun, sollen wir aufpassen, dass wir den anderen nicht mit unserer Freiheit ablehnen. Du hast die Freiheit, Dinge zu tun, aber du weißt, der andere mag es nicht. Ja? Dann würdest du ihn ablehnen, wenn du mit deiner Freiheit Dinge tust. Zum Beispiel, ich habe die Freiheit, wisst ihr alle, ich habe die Freiheit, auch mal ein Glas Wein zu trinken. Es gibt aber Geschwister im Reich Gottes, die haben die Freiheit nicht. Die kennst du vielleicht, ne? Es gibt Gemeinden, die sagen, die halten Wein, das ist wirklich für einen Christen nicht gut. Und wenn ich das weiß, dann sollte ich mir nicht, wenn der Kollege bei mir im Restaurant neben mir am Tisch sitzt und ich weiß, dass er das nicht mag und dass er das für ihn eine Frage ist, dann sollte ich mir nicht ein Glas Wein bestellen. Einfach um ihn nicht in Verwirrung zu bringen, Ablehnung zu bringen. Okay? So dass wir ihn nicht zur Sünde verführen. Und hier ist er noch radikaler. Also ich würde kein Opferfleisch essen. Also wenn ich weiß, das haben sie dem Buddha da geopfert und haben das da gemacht, dann würde ich wahrscheinlich sagen, iss dein Fleisch alleine, aber ich will damit nichts zu tun haben. Okay? Aber die Bibel ist so radikal, er sagt, wenn du weißt, dass Gott das Fleisch reingemacht hat, dann iss das. Aber ist es nicht, wenn du deinem Bruder damit Probleme machst oder deine Schwester. Okay? Aber es ist doch toll, wie viel Freiheit uns Gott gegeben hat. Ja, wo ich sage, das sollte man sicherlich nicht tun. Ich hätte ein Problem damit. Und ich würde auch euch sagen, lasst es sein. Es ist nicht irgendein Zeug, was dem Heiden geopfert ist. Aber die Bibel sagt, wenn du glaubst, es ist frei, dann ist es für dich frei. Wunderbar, preis dem Herrn. Deswegen ziehe ich trotzdem noch kein T-Shirt mit dem Totenkopf an, auch wenn die Christen meinen, das sei toll oder so. Also hätte ich trotzdem noch Probleme. Okay, aber das, wenn ihr sagt, ich bin geschützt durch Blut Jesu und ich meine, ich finde das toll, ich finde das modern, ich kann am besten so die Heiden draußen erreichen. Okay, die Freiheit. Okay, habe ich noch eine schöne Bibelstelle? In Römer. Römer 14, 19 bis 23. Deshalb wollen wir mit allen Kräften uns bemühen, in Frieden miteinander zu leben und einander im Glauben zu stärken. Gott hat eure Gemeinde aufgebaut.
zerstört nicht sein Weg, sein Werk wegen irgendeiner Speisevorschrift. Also die hatten auch damals schon Probleme mit dem Essen gehabt. Mit Speisevorschriften. Das eine darfst du essen, das andere sollst du nicht essen. Zwar sind sie in Gottes Augen alle Speisen rein, manche Christen aber bekommen Gewissensnöte, wenn sie bestimmte Speisen essen. Damit schaden sie sich selbst. Also mit der Gewissensnot, ne? Deswegen isst du besser kein Fleisch, trinkst keinen Wein und vermeidest überhaupt alles, was einen anderen Christen zu Fall bringt. Wovon du persönlich überzeugt bist, ist eine Sache zwischen dir und Gott. Glücklich ist, wer mit seiner Überzeugung vor dem eigenen Gewissen bestehen kann und sich selbst nicht verurteilen muss. Das heißt, wenn du in deinem Gewissen rein bist und du weißt, du tust das Richtige, aber dein Geschwister, deine Schwester denkt, solltest du nicht tun, dann sollst du richtig reagieren. Die richtige Reaktion ist, in der Gegenwart deiner Geschwister tust es nicht, weil dadurch bist du ihnen eine Beleidigung. Du lehnst dich automatisch ab von ihm. Ja? Du wirst abgelehnt von deinen Geschwistern, weil sie eine andere Meinung haben. Aber wenn du deinen Geist gescheckt hast und du weißt, vor Gott ist das in Ordnung, der hat dir die Freiheit gegeben, so sei du frei gegenüber Gott. Aber lerne mit dem anderen richtig umzugehen, sodass die anderen dich nicht ablehnen. In dem Fall hat Gott ein Beispiel von diesen Speisevorschriften benutzt. Weil es auch ein gutes Beispiel, weil Speise ja auch keine Sünde ist. Ob du das isst oder nicht isst, wir haben jetzt die Freiheit. Aber es gibt Sachen, die sollten wir auf jeden Fall nicht tun, die sind Sünde. Zum Beispiel eine der 10 Gebote. Wenn wir die sagen, okay, ich habe die Freiheit zu sündigen, ich tue es nur in der Gemeinde nicht, sodass keiner sieht, dann sage ich dir, es ist trotzdem falsch, auch wenn du die Freiheit hast zu sündigen. Dann kriegst du garantiert die Krone, die du im Himmel wünschst, nicht. Du kommst vielleicht in den Himmel, weil dein Leben Jesus gegeben ist, aber trotzdem sagt er, du sollst nicht sündigen. Darum geht es nicht. Aber ihr merkt das Beispiel hier mit dem Essen, Essen kann zum Streitpunkt werden. Ja? Ich musste mich auch mit dem Thema beschäftigen, obwohl ich es nicht mag. Aber okay, ich habe keine andere Wahl. Aber ich habe früher auch ein bisschen überreagiert für jemanden, der dann so öko war und nur bestimmte Speisen isst. Und da habe ich gedacht, habe ich ihn auch belächelt. Da musste ich jetzt auch für Bussen tun. Weil ich darf so nicht reagieren. Auch wenn ich meine, dass es übertrieben ist in manchen Bereichen. Aber ich will dann das zu akzeptieren, wenn einer so denkt. Der letzte Satz, alles aber, was wir nicht in diesem Vertrauen tun, ist Sünde. Das heißt, wenn wir etwas tun, handeln wir im Vertrauen, im Glauben an Gott, dass wir gerechtfertigt sind bei ihm. Ja, er nimmt uns an. Und wenn ich bei ihm gerechtfertigt bin, muss ich mich nicht mehr vor meinen Geschwistern rechtfertigen. Wenn ich weiß in meinem Herzen, ich brauche mich nicht zu verteidigen. Wenn die Menschen dich anklagen, wenn sie die Gemeinde anklagen, ich muss mich nicht verteidigen. Ich muss nicht dann auch die Fahne hochheben und sagen, ich bin im Recht, weil ich das. Ja, viele Menschen fangen an, sich zu verteidigen. Und was passiert? Es gibt einen Krieg. Bis hin, dass ein Krieg in den Gemeinden gestehen. Manche Menschen aufstehen und vor aller Öffentlichkeit Dinge sagen über eine andere Gemeinde. Dann sage ich, das möchten wir nicht tun. Wenn wir angegriffen werden, wir brauchen uns nicht verteidigen. Wir wissen, was wir haben in Gott. Ja, und eins sollten wir immer tun. Jeder Angriff hat ja vielleicht ein bisschen Wahrheit. Auch wenn ich meine, ich bin im Recht. Aber alleine denk mal drüber nach, vielleicht hat der andere auch ein bisschen Recht. Dass du den Angriff nicht sagst, generell akzeptiere ich nicht. Nein, will ich nichts mit zu tun haben. Sondern dass du, wenn dich jemand anklagt, dass du wenigstens darüber nachdenkst und sagst, mal überlegen, vielleicht kann ich was lernen aus der Meinung des anderen. Und wenn es nur das eine Lektion ist, dass ich sage, ich lerne besser zu kommunizieren.
Ich lerne besser, mit so einer Situation umzugehen. Ich lerne besser, mit dem anderen so zu kommunizieren, dass er mich nicht angreifen muss. Aber es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern. Wenn der andere mich nicht mag und mich angreift, dann kann ich das oft nicht ändern. Ich kann für ihn liebevoll beten. Aber eins ist wichtig. Das heißt, wenn ein anderer mich angegriffen hat, dass ich das nicht rumposaune. Dass ich ihn nicht über den anderen Weg wieder schlecht mache. Das ist nämlich ein Zeichen dafür, dass ich mit meiner Ablehnung nicht umgehen kann. Ja? Okay, wollen wir das so halten? Dass wir den anderen nicht angreifen, wenn wir es nicht direkt tun können, so indirekt manchmal. Hast du schon gehört? Der hat aber eine komische Meinung. Das hat er über mich gesagt. Kannst du dir das vorstellen? Und dann weiß der andere und fühlt sich auch schlecht gegenüber der Person. Und das wollen wir nicht. Wir wollen jeden Menschen hier aufnehmen. Wir wollen jeden Menschen akzeptieren, ob sie richtig sind oder falsch sind. Ob sie uns ablehnen oder nicht. Wir wollen auch die aufnehmen, die uns ablehnen. Solange sie zu uns kommen, wollen wir sie nicht ablehnen. Wir wollen nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, sondern wir wollen die lieben, die uns ablehnen. Wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Das ist ja noch eine Nummer schwieriger. Ja? Es ist leicht, die Freunde zu lieben, aber die Feinde, das ist schwierig. Aber Jesus sagt, wir sollen das lernen. Wir sollen das tun. Und ich glaube, wenn er sagt, dass wir das tun sollen, dann können wir es tun. Warum? Weil wir es nicht aus unserer eigenen Kraft tun. Aus meiner Kraft, aus deiner Kraft kannst du es nicht tun. Keiner von uns kann es. Aber wenn Jesus in uns wohnt, der positiv denkt, der eine positive Reaktion hat, dann soll das, was er denkt, aus uns rauskommen. Und dann können wir auch unsere Feinde lieben. Und dann kannst du äußerlich dich unwohl fühlen, aber innerlich weißt du, alles ist okay. Und das habe ich auch die letzten Tage gemerkt, als ich eben einige Ablehnungen bekommen habe, hatte ich äußerlich ein schlechtes Gefühl, aber innerlich habe ich gemerkt, hatte ich einen tiefen Frieden, dass ich wusste, egal was gekommen ist, innerlich, Gott ist mit mir, es ist doch noch gut, er hat was Besseres vor. Wenn das eine nicht kommt, dann wird er das andere bewegen, was ich jetzt noch nicht weiß. Halleluja. Lasst uns aufstehen und lasst uns beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns viele Beispiele gegeben hast durch dein eigenes Leben. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist, uns zu lehren, Herr. Hilf uns wirklich in der Zukunft mit Ablehnung umzugehen. Hilf uns wirklich problematische Situationen mit Bravour zu bestehen, weil du aus uns heraus wirkst. Weil du deinen Frieden uns gibst, wenn wir am liebsten in Rage kommen würden, wenn wir am liebsten reagieren würden, wenn wir uns am liebsten verteidigen wollen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, wirklich ruhig zu bleiben. Dass der Geist des Friedens in uns reagiert. Herr, dass wir Worte finden, wenn es notwendig ist, die Dinge sachlich erklären, ohne emotional zu werden, Herr. So wie du es erklärt hast, als du angegriffen wurdest. Oder einfach zu schweigen, wie ich auch einige Bibelstellen weiß, Herr, wo du einfach gar nichts gesagt hast. Und ich bitte dich einfach, hilf uns wirklich mit Situationen umzugehen wie diesen, Herr. Weil wir werden davon nicht bewahrt bleiben, sagt dein Wort. Dass Christen wir vielleicht sogar auch Verfolgung erleiden werden, Herr. Und ich bitte dich, dass wir vorbereitet sind, wenn die Zeit kommt, Herr. Und ich bitte dich, dass auch in Situationen von Stress und Unruhe, Herr, dass wir lernen, damit umzugehen, Herr. Dass wir lernen, Reserven einzubauen, genug Zeit zu haben, sodass wir nicht diesen Druck aufbauen lassen müssen, Herr. Herr, zeige uns, an welchen Stellen immer uns in der Vergangenheit wir provoziert worden sind, sodass in der Zukunft wir richtig reagieren können, Herr. Dass wir vorbereitet sind, Herr. Und so segne ich diese Gemeinde, dass wir wirklich lernen, Herr. Und dass wir mehr Dinge erkennen, wie du es tust, Herr. Gib uns deine Weisheit und erinnere uns dann, wenn wir es brauchen, Herr, dass wir dann uns an die Botschaft erinnern und dass wir selber dann richtig reagieren, Herr. Herr, ich danke dir, dass du uns frei gemacht hast für diesen Geist der Ablehnung.
und dass du wirklich Freiheit schenkst auch uns als Gemeinde, Herr. Dass Menschen sich hier wohlfühlen, dass sie sich angenommen fühlen und dass wir sie nicht ablehnen. Auch wenn sie aus einer anderen Art kommen, Herr. Ich danke dir, dass du uns helfen wirst und dass wir dich widerspiegeln werden. Halleluja.